Am Wort nun Josef Riemer von der FPÖ. Schon einiges ist jetzt dargelegt. Ländlicher Raum. Kollege Breiner, der Optimismus, wo ist er? Der Optimismus ehrt ihn, der Optimismus ehrt ihn für den ländlichen Raum. Also ich glaube, wir müssen uns bald dummeln, es gibt ihn fast nicht mehr. Und das zeigt ja auch eins, wir vergessen weiterhin, sterben die Bauern. Wir haben noch immer keine Definition, was ist kleinstrukturierte Landwirtschaft. Wir wollen das alle sagen, aber was ist denn überhaupt noch kleinstrukturierte Landwirtschaft? Sagen wir doch den Bauern, wir wollen es das ja gar nicht mehr, weil sie es nicht mehr rechnen. Wir reden von einem ländlichen Raum, der schon entvölkert ist, wo es schon Orte gibt, Märkte gibt, wo es fast kein Gasthaus mehr gibt. Wir reden dort, wo es keine Post mehr gibt. Aber ich denke nur an kleinen Städten bei uns in der Südsteiermark. Da hat man dann gesagt, na gut, das rechnet sich auch nicht. Da sind nur 400 bis 500 Schüler, das ist eine Landwirtschaftsschule. Die sperren wir zu, die gehen wir dann ganz woanders hin. Gleichzeitig hat der Bundesminister gesagt, er gibt in den ländlichen Raum auch Ämter ab, und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Gleichzeitig muss ich sagen, zum ländlichen Raum kommt dann die Dieselbesteuerung, wird vielen nicht gefallen, aber das ist ja auch wieder das Gleiche. Also da haben wir noch den Diesel dazu, auch wieder von Leuten, die den ländlichen Raum hier arbeiten und tätig sind. Also das funktioniert hinten und vorne nicht. Der ländliche Raum ist bald wirklich vielleicht nur für die letzten paar Indianer, die dann touristisch herumhupfen. Das ist bei uns in der Südsteiermark eine Tragödie, und wir wissen nicht, wie wir dem Herr werden. In Regionalmanagements wird diskutiert, aber es wird nirgendwo umgesetzt. Und die, die Ideen haben, denen gibt man auch nicht das Geld dazu, dass sie etwas bewegen können. Ohne Geld bekanntlich keine Musi. Ich habe aber trotzdem Gedanken gemacht, der Kollege Birkelhofer hat das schon so angesprochen. TTIP, da steht in dem Bericht ganz kleinheimlich, ich traue mir sie gar nicht lesen, TTIP, ja bitte, TTIP ist eine tolle Geschichte. Wir müssen nur warten, bis der Trump weg ist, dann können wir wieder weiterreden. Wortwörtlich steht das da so drinnen, bitte jetzt etwas salopp übersetzt. Was heißt denn TTIP? Ich habe mir erlaubt, das an drei Punkten festzumachen. Ich habe mit Schweinebauern gesprochen, aufgrund des letzten Ausschusses. Und da haben die also gesagt, leichte Entspannung am Schweinefleischmarkt. Na, darf ich nur etwas sagen? 1995 haben wir 3,7 Millionen Schweinebestand gehabt, 2015 haben wir 2,7 Millionen. In der Steiermark waren 1995 30.000 Halter mit 1 Million Schweine. Jetzt haben wir 6.225 Halter mit 755.000 Schweinen. Der Zuchtschweinebestand in Österreich 1999 344.000, 2016 241.000. Selbstversorgungsgrad. USA 154%, Kanada 218%, EU-Schnitt 117%, Österreich 103%. Die USA produzieren 11,2 Millionen Tonnen Schweinefleisch, Kanada 1,8 Millionen Tonnen Schweinefleisch. Also da sieht man schon, wie toll TTIP sein kann. Und darum geht es um konkrete Maßnahmen. Die Maßnahmen fangen ja schon an, den Selbstversorgungsgrad in der EU, dass er eine Gigantonomie ist, zu reduzieren. Und da haben die Bauern mir Folgendes gesagt, alle Länder über dem Selbstversorgungsgrad der EU müssen abstocken. -3% Produktion bringt 15% höhere Erlöse. Ist einmal ein konkreter Vorschlag. Man spricht natürlich auch das Russlandgeschäft an, dass sie überall so bagatellisiert wird. Eine Katastrophe für unsere Bauern, nach wie vor. Man sagt, man soll Steuerreformen gerade für die ländlichen Betriebe andenken und Ausgleich von Marktverwerfungen vornehmen. Man geht dann her, alles, was man in den Ausschüssen schon gehört hat, dass man heute die Herkunftsbezeichnung nimmt. Ja, auch Tierwohl wird angesprochen, aber Tierwohl heißt wohl Menschenwohl, weil in Wirklichkeit mit Tieren hat das wenig zu tun. Aber jetzt kommt der Punkt, der Sie vielleicht interessiert. Klare Zielformulierung und mehr Rechtssicherheit für die Produktion, Investitionsschutz. Allein das Gutachten von Luft, Lärm, Gesundheit, Wasser, Geld, bevor man überhaupt anfängt, 20.000 bis 50.000 Euro kosten, ist ein Skandal. Das können die meisten ja schon gar nicht mehr bewältigen. Dann kommt es noch zu das heiß begehrte Thema Wasser. Zweiter Punkt. Wir wissen, dass 5.500 Wasserunternehmer Österreich zu 92% versorgen und ungefähr damit, ich glaube, 80.000 Kilometer hier Leitungen haben. Hier hilft der Bund ja gut mit. Dass Österreich ein wunderbares Quellwasser hat, ja, ein Tiefenwasser hat, ist auch bekannt. Wir wissen aber schon aufgrund klimatischer Veränderungen, dass das alles nicht mehr so heiß gegessen ist und so sicher ist, sondern es müssen weitere Brunnen gebohrt werden. Aufgrund von Hitzeperioden etc. wird das Wasser knapp. Und gibt es in Österreich genug Stellen mit hoher Nitratverseuchung schon?
Das wird ja auch schon hier teilweise verschwiegen. Wenn man sich das jetzt natürlich anschaut, vielleicht nur drei Ziffern, Nitrate, dann gebe ich die Ziffern bekannt: 2013 10.728 Tonnen, 2014 11.325 Tonnen und 2015 12.928 Tonnen Pflanzenschutzmittel. Das heißt nicht, dass die Bauern jetzt was dafür können. So, die Frage ist, warum investiert man nicht in Forschung, wo man also hier vielleicht auch bessere Pflanzenschutzmittel produzieren kann. Und der dritte Punkt, der mich sehr überrascht hat, das war das Thema natürlich Atom. Dass Österreich sich natürlich klar gegen Atomkraft wendet, oder ist es ja sehr löblich. Mich hat aber sehr überrascht, dass das Wort Kruschko zum Beispiel in dem Bericht nicht vorgekommen ist. Und Kruschko ist schon etwas, was 120 Kilometer von unserer Türe ist. Sie denken noch Tschernobyl 1986, dann Fukushima, war das glaube ich 2011. Bitte schön, die Südsteirer haben heute noch eine Belastung an gewissen Stellen von 40 bis 60 Kilo Becquerel. Das ist immer noch Tschernobyl. Und darum ist auch bitte alles zu unternehmen, auf europäischer Ebene auch und auch auf bilateraler Ebene zu Slowenien. Das liegt auf einer Erdbebenlinie nach wie vor und hat ungefähr 180 Erdstöße gehabt. Hätte es einen Erdstoß gehabt von 1640, dann wäre das 7. Ja, noch Richter gewesen, das würde bedeuten, das AKW hätte das nicht ausgehalten. Die anderen 180 sind zwischen 3,5 und 5,7 an Wert. Ich bitte, tun Sie alles dazu, dass Kruschko stillgelegt wird. Wir wissen, die haben das jetzt verlängert, bis, dass sie die 60 Jahre dann erreicht haben. Das ist ja ungeheuerlich und eine Sorge der Südsteirer. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Die mangelnde Entwicklung des ländlichen Raums sei eine Tragödie, so Josef Riemer von der FPÖ.